Endlich dürfen unsere grabbeligen kleinen Hände ran an die Xbox Series X. Microsoft behauptet ja, mit ihrem Monolithen die stärkste Next-Gen-Konsole erschaffen zu haben. Leider sind große First-Party-Titel erstmal noch in weiter Ferne. Dennoch fragen sich sicher viele, was die neue Power denn alles so mit sich bringt. Deshalb habe ich mir zwei Spiele mal etwas genauer angesehen, um Xbox One, also die One S und nicht die One X, mit Xbox Series X zu vergleichen. Zum einen haben wir ein paar Runden mit Dirt 5 gedreht, zum anderen ein paar Engländer bei Assassin's Creed Valhalla verprügelt. Doch ist der technische Next-Gen-Sprung wirklich lohnenswert? Vor allen Dingen eine Werbeaussage dürfte vielen Leuten bei Dirt 5 in Erinnerung geblieben sein. Man wird das Spiel mit 120 Bildern die Sekunde spielen können. Und das stimmt auch, wenn man den richtigen Fernseher oder Monitor hat, der technisch dazu fähig ist. Das ist natürlich ein Haken an der Sache, wenn man so will. Wer keinen Fernseher dieser Art hat, kann aber immer noch zwischen zwei Grafikmodi wählen. Im Qualitätsmodus habt ihr ein paar mehr optische Details wie bessere Schatten und ein paar mehr Zuschauer. Dinge, die im schnellen Renngeschehen nicht immer auffallen. Die Auflösung geht dann auf 1800p runter, die Bildrate bleibt größtenteils dennoch bei 60 Frames die Sekunde. Priorisiert ihr aber die Bildrate, fallen diese kleinen optischen Verbesserungen weg, das Spiel läuft dafür dann aber in einer höheren Auflösung und konstanten 60 Frames die Sekunde. Zwischen diesen beiden Modi den Unterschied zu sehen, fällt auf der Series X nicht immer leicht. Ganz anders ist es aber, wenn man die Series X und die Xbox One-Version gegenüberstellt. Hier stechen gleich mehrere Dinge ins Auge. Zum einen fällt nerviges Kantenflimmern weg aufgrund der viel höheren Auflösung der Series X-Version. Das Bild ist viel klarer und schärfer. Texturen kommen viel besser zur Geltung. Auch Effekte sehen insgesamt besser aus. Hinzu kommt, dass das Spiel einfach viel flüssiger läuft. Während das Spiel auf der regulären One S immer wieder mal leicht ins Stocken gerät, wenn 12 Kontrahenten auf der Piste sind, sieht das bei der Series X ganz anders aus. Hier läuft's einfach und zwar richtig flüssig. Im direkten Vergleich ist das natürlich ein großer Unterschied. Aber wie gesagt, wenn man den direkten Vergleich hat. Dennoch komme ich nicht umher, etwas enttäuscht von der Grafik auf der Series X zu sein. Gab es in den Generationen davor oft eine optische Revolution, sieht das mehr nach einer Evolution aus. Es gibt einen Sprung nach vorne, er ist aber einfach nicht so groß, wie man das sonst gewohnt war. Selbst der Wechsel von 360 und PlayStation 3 zu PlayStation 4 und Xbox One war dank Spielen wie Killzone Shadowfall und Rise optisch beeindruckender. Doch eventuell liegt das ja auch am Spiel. Vielleicht liefert Assassin's Creed Valhalla hier mehr Aufschluss darüber, was die Next Gen leisten kann. Hierfür habe ich versucht, mehrere Stellen zu zeigen, die ungefähr zur selben Tageszeit bei möglichst gleichem Wetter stattfinden. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch ein Feature hervorheben, das auf Series X wirklich weitaus besser ist. Die Ladezeiten. Zumindest bei diesem Spiel vollbringt die SSD wahre Wunder. Wenn man zum Beispiel von Norwegen nach England wechselt, verbringt man auf der One S knapp 1,5 Minuten im Ladebildschirm. Im Vergleich dazu wartet man auf der Series X gerade mal um die 17 Sekunden. Das ist eine gigantische Verbesserung. Wenn es um die Schnellreise innerhalb eines Landes geht, halbiert sich die Wartezeit. Bei der One S müsst ihr euch um die 20 Sekunden gedulden, bei der Series X sind es ca. 10. Und gerade das kann bei einem großen Open-World-Spiel durchaus einen Unterschied machen, wenn man einfach mal schnell irgendwo hin will, ohne dass man manuell dorthin reitet oder hinläuft. Das ist einfach eine ganze Ecke angenehmer. Das trifft auch auf die Bildqualität zu. Auf der Series X gibt es zwar kein Raytracing bei Valhalla, dafür aber native 4K-Auflösung bei 60 Bildern die Sekunde. In anderen Worten, knackscharf und super flüssig. Das sieht man schon, wenn man die Kamera um die eigene Figur dreht. Kleine Details sind viel besser erkennbar und wirken viel plastischer, ohne dass das Bild bei 30 Frames leicht um die Figur zuckelt. Wobei ich das Gefühl habe, dass das Spiel auf der One S nicht immer mit 30 Frames die Sekunde läuft und auflösungstechnisch gerade mal bei 900p liegt. Da ist 4K mit 60 Bildern natürlich eine Wohltat für die Augen. Das fällt natürlich auch sofort auf, sobald man einfach mal durch die Gegend rennt. Doch leider sah ich hier auf der Series X auch ein paar sehr komische Fehler. Sieht man sich zum Beispiel den matschigen Schneeboden rund um die Figur an, wenn diese sich bewegt, kommt es hier immer wieder zu seltsamen Bewegungen des Untergrunds. Als wenn mit dem Normal Mapping etwas nicht stimmen und dieses sich anpassen würde, sobald man in die Nähe kommt. Das passiert allerdings auch auf der One S, bloß dass man es dort aufgrund der geringeren Auflösung nicht ganz so deutlich erkennt. Hoffentlich behebt der Day One Patch dieses Problem.
Die optischen Unterschiede werden auch nochmal sichtbar, sobald man mit seinem Boot unterwegs ist. Das Wasser sieht einfach besser und realistischer auf der Series X aus. Auch wenn ich auf der Next-Gen-Konsole immer wieder das Gefühl habe, dass Boot und Wasser sich nicht wirklich homogen zusammenfügen und das Schiff manchmal aussieht, als würde es nicht richtig im Wasser liegen. Dennoch ist das im Vergleich zur One S einfach viel schöner. Die bessere Bildrate macht sich natürlich auch beim Reiten bemerkt. Wenn man hier durch Flora und Fauna galoppiert, während die Sonne durch die Baumwipfel bricht, dann kommt man schon leicht ins Staunen. Das Bild der One S ist durchaus ähnlich, aber eben nicht so flüssig und klar. Etwas, von dem auch der Kampf profitiert, einfach weil man auf Aktionen der Feinde besser reagieren kann. Bei Assassin's Creed Valhalla wird der Unterschied zwischen der One S und der Series X nochmal eine ganze Ecke deutlicher, als das bei Dirt 5 der Fall war. Dennoch fehlt mir einfach noch etwas. Hatte ich in der Vergangenheit bei dem Launch einer neuen Generation das Gefühl, dass manche Spiele so auf der alten Generation nicht machbar wären, ist dies hier einfach nicht der Fall. Wie gesagt, ein technischer Sprung ist erkennbar, aber er ist in meinen Augen nicht so gigantisch. Dass die Next-Gen-Version von Assassin's Creed Valhalla kein Raytracing anbietet, sollte man ebenfalls nicht vergessen. Und dass es kürzere Ladezeiten gibt, ist eine schöne Sache, aber sollten die laut diversen Herstellerangaben nicht komplett der Vergangenheit angehören? Natürlich muss man aber auch noch einiges berücksichtigen. Hierbei handelt es sich nun mal um Cross-Gen-Titel und die waren in der Vergangenheit auch nicht das Showcase für Next-Gen-Power, denn schließlich zerren sie einen Anker, bestehend aus 7 Jahre alter Hardware, hinter sich her. Skalierung hin oder her. Und eigentlich ist es genau das, was man Sony als auch Microsoft wirklich ankreiden kann, dass es zum Launch nicht einen First-Party-Kracher gibt, der etwas deutlicher zeigt, was die neuen Konsolen drauf haben.